Von der Hallisch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Line Rangers, eine ganz besondere Folge, denn heute erreichen wir Level 100 und treten damit in die Meister-Nutzer-Stufen-Region ein. Hier steht ja Meister-Stufe, Stufe 1. Und Supermeister gibt es dann halt nochmal 99 Level später. So, mein aktuelles Team besteht eigentlich gerade nur noch aus levelnden Einheiten. Ron ist sogar schon, noch nicht fertig. Hier auch nochmal levelnden Einheiten, also ich habe nicht mehr wirklich ein gutes Team, außer Sally hat mit dabei. Ja, ich habe aktuell auch eigentlich vor, Ron aufzurüsten. In mein Team dann auch noch mit reinziehen. Da kann man gleich mal Pommes mitnehmen. Goldene Wüste 1. Das machen wir gleich mal. Mal gucken. Achso, die Bonuslevel dauern jetzt. Das erste Laden wieder. Weil er hat ja einen Skill, der den Angriff um 200% steigert von umliegenden Einheiten. Und solange ich erstmal keinen anderen Booster habe für Attack Damage und HP, muss ich jetzt erstmal mich damit zurechtkommen. Was ich noch sagen wollte, zwei Kommentare wurden irgendwann mal geschrieben. Einmal Emotions gestern, bei mir zumindest gestern. Er hatte geschrieben, Detector Brown ist die Weiterentwicklung von Kim Pink. Karate Brown, der soll ziemlich gut sein, den benutzt er auch. Ich weiß ja nicht mal, was er für eine Fähigkeit hat, aber das hat er, glaube ich, dazu geschrieben, habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben gehabt. Kriegt man im Bonus-Level Backwards Clockwork, das ist das hier, also rückwärts Uhrwerk. Und dieses Bonus-Level ist nur zwischen 5 und 9 Uhr verfügbar. Ach doch, da steht 14 Sekunden unbesiegbar, ist er. Es ist anscheinend ein Melee und das ist an 14 Sekunden unbesiegbar. Zwischen 5 und 9 Uhr, Leute. Hallo, ich will ausschlafen oder arbeiten, whatever, aber ich bin zwischen 5 und 9 Uhr nicht am Line Rangers suchten. Deswegen, also es wird sehr schwierig, hier hinzukommen. Es soll angeblich immer zwischen 5 und 9 Uhr zur Verfügung sein. Ich habe gedacht, ich hätte das auch mal gesehen, normalerweise außerhalb dieser Zeiten. Kann mich aber auch geirrt haben, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall werde ich machen Emotions irgendwann mal. Vielleicht packe ich mir Line Rangers mal wieder auf mein Handy. Auch wenn das extrem viel Akku saugt und mein Handy dadurch mega heiß wird, weil, what the fuck, Line Rangers kostet so viel Power. Werde ich aber mal gucken. Und da hat dann noch irgendjemand vor Ewigkeit mal was anderes geschrieben, dass ich mal ein paar Folgen mit Freundschafts-PvP-Kämpfen machen soll. Und da ich ja aktuell eh weniger Line Ranger bringen kann, weil einfach nichts Wichtiges passiert, kann man das durchaus mal machen. Aber erstmal fangen wir an, dieses Ding hier zu bekommen. Sollte nicht allzu schwierig sein und ich denke, das sollten wir in diesem Part auch hinkriegen. Da ich ja sonst, wie gesagt, sowieso nichts anderes machen kann. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben für Ron, einmal Pommes. Wird in wenigen Sekunden auch mal vorbei sein. Das sind, leider hat sie nicht die Range bis dahinter. Die auch wieder nicht. Doch, hat sie. Pommes und dann noch einmal zweimal Sumpftrank. Erwachtes magisches Auge. Jetzt habe ich dummerweise nicht die Zahlen geschrieben, welches magische Auge genau. Aber da werden wir mal einfach durchklicken. Ja, zu den 100% kommen wir sicherlich noch im Laufe des Parts. Ich glaube, ich brauche noch 30.000 Erfahrung. Und das hat mir jetzt, glaube ich, 4.000 gemacht oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, die ganze Ranger-Erfahrung, die Erfahrung, die Ranger kriegen, ist halt auch die Erfahrung, die wir kriegen. Kann aber eigentlich gar nicht so sein. Weil ich habe gestern mal geguckt, ich habe für die Ranger 1.000 bekommen. Und ich selber habe 30.000 Erfahrung kassiert. Also irgendwie ist es ein bisschen anders, die Ranger-Erfahrung und die Erfahrung, die wir kassieren. Aber gut, ist auch relativ egal. Irgendwann kriege ich einfach das Level schon. Na, wir sind gespannt, wann die 99 zu 100 überspringen, oder? Tauttrank? Mhm. Komm, Pommes wollte mir noch geben, oder? Da will ich Ron, sobald er dann Maximalstufe ist, einfach mal ausrüsten, damit er einfach 200... Doppelten Schaden kann schon mal nicht schaden, ne? Aber haha. Gerade wenn Sally so einen enormen Schaden drückt. Und Ron ist ja auch ein Fernkämpfer. Da muss ich halt noch einen Tank dann vorschicken. Ist hier natürlich für das Team jetzt erstmal ungeeignet, weil hier wirklich nur müllige Units sind, aber sobald ich, wie gesagt, die einfach Maximumstufe habe, dann werde ich auch wieder ein richtiges Team machen. Mir fehlt noch so ein C-Team. Ah, immer noch nicht. Gebraten das Hühnchen. Nein, ich möchte bitte die Pommes haben. Gib mir die Pommes. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist eine 25%ige Chance, das Ding zu kriegen. Bei drei Dingern habe ich jetzt, das ist sowas von, wow. Ja, Sally hat wieder ein bisschen aufgerüstet gehabt. Ich habe sogar mal einen Flügelstern Lennart reingehauen gehabt in sie. Hat mir, glaube ich, 7 Level gebracht. Ich glaube, 8000 Schaden mehr und 60 Kristalle hat die dann mehr gekostet. Oder 50, irgendwie so. Sally Sternkuchen, nein! Und ich habe jetzt zu schnell gedrückt. Wehe, ich habe jetzt die 100 erreicht. Noch nicht. Noch nicht.
So, komm, letzte müssen wir noch. Ansonsten muss ich halt immer wieder probieren, ne? Ich muss halt das Ding aufrüsten. Also 200%, es ist zwar eine relativ einfache Unit. Es gibt tatsächlich noch mehr Units, also falls ihr da wirklich noch ein paar Geheimtipps habt. Also, wenn ich halt später gut ein Endteam habe, dann ist da sowieso locker noch ein Platz frei, weil Charles. Charles ist zwar schön und gut, aber er fällt auch so schnell wieder um. Und er ist so langsam und er ist halt Melee und hat nicht wirklich viel Leben dafür. Da ist es! Da ist es! Habt das gesehen? Habt das gesehen? Von 99 auf M-Stufe 1. Und? Master Level Up! 1. Wir sind wieder also bei 1, kriegen 5 Federn, 5 Rubine. Sonst haben wir nur 3 Rubine bekommen. Und leider ein gebratenes Hühnchen der Meisternutzerstufe hat leider nicht so viel gebracht, wie ich dachte. So, jetzt haben wir wieder alle 15 Federn. Lustig. Und noch erwaschtes magisches Auge. Das könnte aber auch noch irgendwann von den Sumpftrank. Das müsste ja Sumpftrank sein. Genau. Da haben wir sogar hier noch die Möglichkeit, Scott zu kriegen. Normaler Scott, der auch noch ein Schild hat. Machen wir einfach mal. Ja, wir haben Level 100 erreicht. Und da werden wir gleich mal aufrüsten, denn wir können ja, wie gesagt, den Mana-Pool und die Mana-Regeneration. Na, Jacob? Ah, okay, ist eh zu langsam. Können wir jetzt auch nochmal 100 Mal aufsteigen und so weiter und so weiter. So witzig. Okay, Hälfte verlieren die Gegner. Na. Ach, schade, Ron. Schade, schade, dass du die Pommes nicht bekommen hast. 25% Chance nach 5 Versuchen immer noch nicht. Das ist sowas von unlucky. Jetzt bin die sogar 3%, die Kack-Bonus-Level. Das ist abartig. Ich will. Oh, nice. 3 Sterne, Lennart. Nehme ich auch. Weil ich habe noch einige Einheiten. Ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, diese Liste, diese Excel-Liste. Diese Google-Doc-Liste. Habe ich angefangen gehabt. Habe ich jetzt sogar noch um den Schatz erweitert. Welchen man wo bekommen kann, beziehungsweise welchen Effekt das hat, wenn man das bekommt in diesem Gebiet. Zum Beispiel 169 bis 180 mal Mineralkosten des Rangers verringern. Oder halt 217 bis. Ja, bis halt da unten, wo ich halt noch nicht weiß, bis wohin die Ranger gehen. Maximales Minerallimit erhöhen 2, also da, wo das Gefängnis ist. Und so weiter und so weiter. Also, ja, die ganzen Schätze, falls jemand Interesse hat, wenn man was bekommt. Und ihr könnt natürlich auch gerne weiter ergänzen, ne? Das sind 3%, ist abartig. Gesunde Paprika. Ups. So, immer noch den Dings will ich haben. Und ja, da habe ich dann natürlich auch meine vorhandene Ranger-Liste unten in dem anderen Tabellenblatt. Und da habe ich dahinter geschrieben, von was ich alles noch Freundschaftsgacha brauche. Und das ist ja abartig. Ich brauche noch eine Bälle aus Freundschaftsgacha. Die ganze Einsteiner-Level, das ist abartig, wie viel es da aus nur aus Freundschaftslevel gibt. Die kannst du überhaupt gar nicht mehr selber farmen. Bei den 2 Sternen genauso. Ist so viele. 1, 2, 3, 4, 9, 14 2 Sterne, die lediglich alle aus dem 4 Sterne, aus dem Freundschaftsgacha rauskommen. Oktopuswürstchen bringt mir leider auch nicht viel. Beim 3er-Stern ist es genauso, das ist einfach eine Katastrophe, wie viel Freundschaftsgacha ich da noch spielen müsste. Und das muss ich auch noch machen, aber ich muss erstmal bessere Freundschaft und mehr Freundschaftspunkte kriegen. Ich habe da nicht so viele. Wenn ich immer jeden Tag die Bonuslevel machen will, dann bleiben am Ende des Tages nicht viele Freundschaftspunkte übrig. Und 4 Sterne kann ich knicken. 4 Sterne kriege ich Abdullah, kannst du vergessen, das ist nicht möglich. Also die Gefängnislevel zu farmen, normal, das kommt für mich nicht in Frage. Das ist mir echt zu hart. Brown. So, und wieder 3%, das ist so abartig. Gesunde Paprika, und das sieht aus, als ob jetzt alle schon ihr Level erreicht haben, ihr Maximallevel, denn keiner hat mehr ein Level abbekommen gerade. Wenn wir mal nach dem hier noch mal ganz kurz gucken. Nach dieses Level haben wir sowieso alle 5 wieder weggehauen. Ich habe nicht ein einziges Item bekommen, was ich für Run brauche. Das ist so lächerlich. Ja. Und ja, die ganzen 7 Sterne sind ja auch aufgelistet, relativ gut. Celeborn noch 2-mal, Monk noch 4-mal. Ich habe auch noch einen 1-Sterne-Monk. Ich will auf jeden Fall Monk haben. Monk ist auch noch einer der wichtigen, die ich haben möchte. Und Monk kriegt man ja auch. Monk kann man so gesehen auch normal durch Level bekommen. Allerdings sind diese Level dermaßen schwierig als Bonus-Level, dass man einfach schon ein perfektes Team braucht, um diesen zu farmen. Verstehe nicht, was sie sich dabei... Okay, doch, jetzt haben wir doch einige wieder Stufen auf Stief bekommen. Gesunde Paprika schon wieder, ich werde irre. Ich werde irre. So, dann gehen wir mal zurück. 3 Millionen Coins fast. Das heißt, die 3 Millionen Coins geben wir jetzt wieder aus. Und zwar für neue Upgrades. Der ist Meister.
Und der könnte schon. Nee, noch nicht. Das heißt, wieder ein Meister dazu. Wenn wir mal ganz kurz also austauschen. Ron hat gerade mal ein Level dazu bekommen, richtig? Oh mein Gott, sehr wenig. Wir fangen von hier unten wieder an mit den Klassen. Da bin ich mittlerweile schon bei 3 Sternen angekommen, seht ihr bei Ron. Hier seht ihr bei Verwendet, hier müsst ihr irgendwo gleich da noch Verwendet. Steve, Ham, Scott, Ellie und da haben wir den nächsten Dicky. Ne, Ron nicht hier, Dings muss weg, Hunt, genau, Hunt, Jacob. Zack, nächster rein. So. Die sind noch nicht alle Maximum. Und ihr seht, dass ich noch etliche vor mir habe zum Level, wobei so viele sind es gar nicht mehr. Ne, so viele sind es nicht mehr. Gar nicht mehr so viele. Ich habe auch sogar alle Rangers gesperrt, die ich noch leveln muss und so weiter, damit ich die nicht aus dem verkaufe. So, Mission. Meisternutzerstufe erreichen, 50.000 Coins, ein Ticket und 20 Rubine. Und die Nutzerstufe Meister 10 erreichen, gibt gerade mal 55.000 Coins, ist ja wirklich lächerlich. Also Lion Rangers, da könnt ihr euch mal eine neue Belohnung überlegen lassen. Für 100 neue Level, die ich jetzt farme, gerade mal 5.000 Coins mehr und nur ein Ticket ohne 20 Rubine oder 50 Rubine, wie auch immer. Aber ich glaube, es gab trotzdem eine Belohnung dafür irgendwo. So, wir haben hier noch durch bestimmte Anwesenheits-Events einmal den Leonard 1 Stern mit Erfahrung. Wovor habe ich die schon mitgenommen gehabt? Ah ja. Habe ich glaube schon mitgenommen gehabt. Ein super Lennart Stufe 4. Und wir nehmen uns erstmal alle Rubine mit. Denn. So, da haben wir Steve. Den werde ich nochmal reinpacken. Steve 1 Stern. Da haben wir ihn. Da packe ich gleich mal einen Meister rein. Zack. 245 Rubine habe ich jetzt insgesamt schon bekommen. Muss ich natürlich alles in meine Liste nachtragen. Da haben wir Jill 1 Stern. Mitnehmen. Ben 1 Stern. Mitnehmen. Ja, und das ist natürlich auch eine relativ leichte Möglichkeit. Crush. Rubine zu farmen, weil ja immer wieder Leute fragen, wie kann ich denn relativ leichte Rubine farmen. Farmt einfach die Einheiten und bringt sie auf Meisterstufe. Hab ich auch gemacht. Und das passt ganz gut. So Puff 1 und Puff 2 sogar. Nice. So, da haben wir den Nix. Da ist der Puffmeister. Schauen wir jetzt mal. Leonard von 2 Sternen Maximum Meister. Schauen wir mal, da haben wir einen. Da haben wir noch den Boss 2 Sterne. Meister. Da haben wir Conny. Magierin Conny, okay. Das ist nicht die Elfen Conny, das ist die Magierin Conny. Ich habe nur eine Conny. Werde ich gleich mal hinpacken. Magierin Conny, so wunderbar. Haben wir die auf Meister. Ja, damit mit den Rubinen. Jacob 2 Sterne. Jacob 5 Sterne, ja, den benutzen wir ja aktuell, deswegen. Okay, habe ich noch Meister hingeschrieben gehabt. Interessant. So, jetzt haben wir noch Jack 3 Sterne. Habe ich auch schon hingeschrieben, Meister, what the fuck? Habe ich eigentlich schön geschrieben? Kann ja nicht sein. Egal. So, und hier sind sicherlich einige mehr noch. Schauen wir mal, oder ist das alles gewesen? Da ist noch einer. Kobe, 4 Sterne. Kobe, wie auch immer. Auf jeden Fall wieder 5 Rubine für uns. Den einen James habe ich übrigens auch fast auf Maximalstufe. Den muss ich jetzt nur noch leveln. Also den habe ich so oft bekommen mittlerweile, diesen 1 Stern James. Dass ich den nur noch level. Den hier. Den habe ich jetzt schon auf 100, glaube ich. Dass ich den lediglich nur noch leveln muss. Hier ist auch noch ein James. Ne, das ist nicht der. 1 Stern habe ich gehabt. Edward. Surfer Moon, da ist Monk. Oh mein Gott, ich will diesen Monk haben hier. Vor allem, er sieht so mega geil aus. Incredible Monk. Ah ja, Sally haben wir hier noch. Sally 1 Stern. Da haben wir sie. Meister. Wunderbar. Und das war's. Schauen wir ganz kurz bei Bonus. Ob es hier noch was gibt, was wir neu bekommen haben. Nö, immer noch nicht. Abartig. Okay. Ich habe jetzt also 305 Rubine schon durch Meister-Units bekommen. Und es fehlt noch, wenn ich leveln müsste. Schaue ich, rechne mal ganz kurz durch. Eins fehlt noch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 Einheiten, 16 Einheiten, die ich noch leveln muss, damit sie auf Meister kommen. Das sind doch also nochmal 80 Rubine dazu. Und mit 80 Rubinen wären wir schon wieder bei 200 Rubinen.
Und das Halloween-Event ist ja, glaube ich, noch nicht ganz vorbei. Aber dann kann man wieder den normalen Legend-Gacha machen hier. Und da werde ich wieder auf so ein Super-Lennart-Event warten, denn mittlerweile will ich keine neuen Einheiten mehr, sondern ich möchte Super-Lennarts haben, die ich dann benutzen kann. Und Upgrade natürlich. Wir haben jetzt hier Meister-Upgrade. Glückwunsch, ja, Meisterstufe kann jetzt verbessert werden. Und Upgrade. Bedem, Stufe 1. Und das gleiche hier, gewonnene Mineralien. Aber die werde ich nicht weiter benutzen. So, jetzt mal ganz kurz mal bei Turm-TP, denke ich mal ein bisschen. Wobei, das ist auch zu teuer. Nee, kann ich nicht machen. Raketenstärke brauche ich auch nicht, weil das kostet einfach zu viele Kristalle. Ihr müsst euch überlegen, dass ihr jetzt jedes Level 3 Dinger upgraden müsst. Gewonnene Mineralien. Wir können es trotzdem mal zum Meister upgraden. Kostet mich das was? Nee. Kostet mich nichts. Dass ihr jetzt jede Stufe 3 upgraden müsst. Gewonnene Mineralien und diese beiden hier. Und die werden nicht günstiger. Ich habe gesehen, dass irgendwie eins von denen irgendwie 3 Millionen am Ende kostet. Also 5 Millionen, 6 Millionen, keine Ahnung. Deswegen spart euch das. Macht die Raketenstärke und die Turm-TP nur wirklich, wenn ihr es braucht. Raketenstärke überhaupt gar nicht, weil das sinnlos ist. Es macht nie Schaden. Das wird auch nie merklichen Schaden machen, habe ich das Gefühl. Außer wenn du da wirklich Millionen reinpumpst. Und Turm-TP muss nicht unbedingt sein. Die Gegner sollten erst recht überhaupt gar nicht an euer Häuschen rankommen. Deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, das abzugraden, finde ich. Deswegen mache ich es auch nicht. Hier ist dann Login-Belohnung. Von 10 bis noch irgendwas Uhr. Sieh in deinem Geschenkpaket nach. Ein paar Pommes. Ah, oh, dieses Castella-Eiersushi geht mir mittlerweile auf die Nerven, Alter. Das habe ich jetzt 10.000 Mal gefühlt. So. Wie lange haben wir denn schon aufgenommen? Ja, sind wir schon bei 17 Minuten. Ich würde sagen, wir machen ganz kurze Pause. Beim nächsten Mal mache ich noch ein paar Dingensen. Ein paar Level, 54.000 Erfahrung. So viel ist es gar nicht. Guck mal, das ist relativ wenig. Wir fangen so bei Meisterstufe 1 genauso, wie wir mit Stufe 1 angefangen haben an. Relativ wenig. 333.500 ist jetzt nicht wirklich viel. Ich kann mal kurz gucken, vielleicht steht irgendwo. Ich glaube, in seiner Line Ranger Liste von den Leuten mit dem Skill, wenn der Line Ranger Skills eingibt. Ne, steht leider nicht. Steht nur da, wie viel Coins man beim Level abbekommt. Und angeblich gibt es bei Achieve Supermaster 30.000 Rubine und 100.000 Coins. Das heißt, das haben die gefixt gehabt. Das haben die richtig runtergesetzt. Das haben die richtig... wow, okay. Das ist ja traurig. An die Nutzerstufe Meister 10 erreichen. Das ist ja nur unseres. Ah, okay, ich verstehe. Das ist gar nicht die Supernutzerstufe. Ja, jetzt verstehe ich. Also haben sie doch nichts wie heißt das denn? Genervt. Sondern, ja genau, hier steht es ja, 55.000, 60.000, 65, 70 und so weiter und so weiter. So wie es halt auch beim anderen gewesen ist. Deswegen gibt es ja alle 10 Stufen jetzt eine kleine Belohnung. Und das sind ordentlich Gacha-Tickets, die wir wieder kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gacha-Tickets. Schön, schön, schön. Über die gesamte Masterstufe. Gut, Freunde. Wir machen kurze Pause, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit ein paar Bonusleveln. Leveln der Einheiten. Und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.